Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder einschaltest. Ich würde sagen, wir starten auch direkt rein in die Chartanalyse. Wir haben genau 7.05 Uhr und wir haben in der Nacht zwecks Asien einen sehr starken Pump nach oben gesehen um knappe 1200 US-Dollar. Was das jetzt bedeutet und ob Bitcoin jetzt der Krise trotzt, ja, weil Bitcoin performt ja, wenn man sich das nämlich im Vergleich zu den traditionellen Märkten anschaut oder auch zu dem Forex-Markt im Moment eigentlich sehr, sehr gut. Ja, man mag es kaum glauben. Deshalb gehen wir direkt rein in die Chartanalyse nach dem Intro. Let's go! Alright, gut. Also gehen wir rein in die Analyse, schauen uns erstmal den 4-Stunden-Chart an. Dann gehen wir auch noch mal ein bisschen rein und gucken uns dann auch noch mal ein paar News an. Denn da wird es dann auch noch mal sehr spannend werden. Aber nichtsdestotrotz, 4-Stunden-Chart bei Bitcoin. Wie wir hier ganz gut sehen können, ist es im Moment so, dass wir hier aus unserem Downtrend bzw. aus dieser Akkumulation und Konsolidierungsphase, die wir uns ja die ganze Zeit jetzt hier angeschaut haben, ja, jetzt hier nach oben hin ausgebrochen sind. Auch wenn wir uns jetzt hier mal die Bollinger Bands reinladen, dann ist es ja so, dass ich dann auch gestern im gestrigen Video gesagt habe, Leute, wenn die Bollinger Bands sich so knapp immer zusammenziehen, ja, und parallel laufen und auch die EMAs parallel laufen, dann ist ein nächster Move vorprogrammiert. Ob der nach oben ist oder nach unten ist, muss man dann mal gucken. Die Asiaten haben uns dann jetzt in der Asien-Session in der Nacht jetzt hier wirklich um knappe 1200 US-Dollar hier nach oben gepumpt. Also es sieht wirklich ganz, ganz gut aus. Aber jetzt nicht zu früh freuen, denn solche Moves, die du jetzt hier siehst, ja, solche starken Moves, die mit einer sehr starken Candle vorhergehen, ja, ist die Wahrscheinlichkeit immer noch mal sehr, sehr groß, dass wir das ganze Ding noch mal abholen, in die Konsolidierungsphase hier reingehen und dann erst der nächste Move nach oben kommt. Ja, also da wirklich sehr, sehr aufpassen, denn auch auf dem 4-Stunden-Chart sieht man noch mal bei unserem 200er EMA ganz gut, dass wir hier auf unserem 200er EMA jetzt erstmal wieder rejected worden sind auf dem 4-Stunden-Chart und auf dem 1-Stunden-Chart ist das sozusagen dann auch der 800er EMA. Ja, 1-Stunden-Chart sieht man das auch noch mal hier ganz schön. 800er EMA und auf dem 4-Stunden-Chart haben wir halt wirklich genau diesen Downtrend, den wir jetzt auch hier hatten, ja wirklich wunderbar hier jetzt nach oben hin durchbrochen, sieht eigentlich ganz gut aus und selbst auf den kleineren Timeframes haben wir endlich mal wieder ein bullisches Pattern nach oben hin durchbrochen, sogar mit einem perfekten Retest, wenn man sich das hier so anguckt, ja, voilà, hier guckt euch das hier mal an, ja. Und das ist genau der Punkt, endlich mal wieder ein bullisches Pattern, aber das war in der Nacht um 2:30. Also ich weiß nicht, ob jemand um 2:30 wach ist, ich bin's nicht. Ja, das heißt, wir hatten hier ein schönes Breakout, 19.300 nochmal kurz rechecktet, hier schönen Support reingekriegt, diese ganzen Hochs hier nochmal angetestet, schöner Support und zack, pumpt nach oben. Ja, technisches Preisziel von diesem ganzen Ding ist dann hier auch nochmal knappe, ja, wäre hier gewesen 19.716 Dollar. Jetzt sind wir wieder über 20.000 Dollar. Ist auf jeden Fall mal ein ganz gutes Zeichen, keine Frage. Aber diese Moves hier, ja, 15-Minuten-Chart, der hier, ja, das sind Moves, die sehr, sehr schnell passiert sind. Und da muss man wirklich sehr aufpassen. Denn es kann durchaus möglich sein, dass wir den ersten Move hier abholen, Konsolidierungsphase, nächsten Move abholen, Konsolidierungsphase, ja, und erst dann wieder der nächste Move hier nach oben geht. Das wäre durchaus denkbar, wenn dann heute die traditionellen Märkte nicht so gut performen, wie wir uns das erhoffen. Aber auch die traditionellen Märkte sind in der Pre-Session schon wieder ganz gut im Plus. Das schauen wir uns dann auf jeden Fall auch nochmal an. Also auf dem 15-Minuten-Chart weißt du auf jeden Fall, was jetzt wichtig wird. Das sind genau hier diese kleineren Stops, die wir bei unserem Breakout jetzt hier nach oben gehabt haben. Ja, einmal hier diese 19.800 bis 19.700 US-Dollar. Das ist so eine Supportzone. Und dann natürlich hier unten unser Ausbruchsniveau, was wir hier hatten in der Nacht, kurz nach unserem Daily Close, hier auf 19.300 US-Dollar. Stichpunkt Daily Close, schauen wir uns das Ganze mal an, wie wir dann gestern den Tag hier beendet haben. Der Daily Close war ganz okay, ja, wenn man sich das hier anschaut, das sieht man hier nochmal ganz schön. Das heißt, wir hatten hier erstmal eine schöne grüne bullische Candle. Die nächsten drei Tage sind wir nochmal nach unten abverkauft worden. Diese Candle haben wir uns ja gestern auch nochmal im Detail angeschaut, wo ich dann ganz genau darauf hingewiesen habe, normalerweise ist das ein sehr bullisches Zeichen. Was dann auch erstmal sehr gut war, in Anführungszeichen, war folgendes, dass wir mit dem gestrigen, beziehungsweise vorgestern, genau, mit dem
mit der Candle von vor 2 Tagen kein tieferes Tief gemacht haben. Ja, sieht man hier nochmal ganz schön auf dem Daily Chart. Und bei 18.626 Dollar war wieder Feierabend. Einmal hier, einmal hier, einmal hier. Es war nur einmal, und zwar am 21. September, wo wir unter die 18.626 Dollar drunter gefallen sind und sogar ein tieferes Tief gemacht haben. Dann aber eine sehr starke Reaktion vom Bitcoin kam. Und jetzt auch hier wieder sehr stark nach oben gepumpt sind. Aber jetzt schauen wir uns jetzt hier mal auf dem Daily Chart nämlich nochmal was sehr Interessantes an, denn die unsere weiße Downtrend-Linie, ja, die haben wir uns die ganze Zeit schon angeguckt. Und wenn man sich das hier auch mal anschaut, schaut mal, wir sind seit dem 18. Juni, wenn man das so möchte, seit dem 18. Juni komplett in einer Seitwärtsphase. Man muss jetzt auch hier aufpassen, denn ja, das sieht halt wirklich weiterhin erstmal noch danach aus, dass wir hier durchaus noch nach unten fallen könnten. Deshalb wichtig für den Bitcoin-Preis, damit wir hier diese Downtrend-Phase, was wir jetzt hier haben, und diese Konsolidierungsphase nach oben hin durchbrechen, wäre es gut, wenn wir mal wieder über 22.500, 23.000 Dollar kommen würden. Das wäre so das Nonplusultra, darauf müssen wir warten, und das wäre dann auch zur Folge, dass wir hier unseren Downtrend, den wir hier haben, auf unserem großen Timeframes, also auf dem Daily Chart seit unserem Alltime High im November 2021, das erste Mal durchbrechen. Bei unseren Inflationszahlen war das jetzt so, dass wir hier schön nach oben gepumpt sind, war ein schöner Fake-Move von den Market-Makern, um sich hier einen Puffer zu erarbeiten für die Inflationszahlen, sind dann wieder nach unten gefallen, aber die war genau hier wieder Feierabend bei 22.876 US-Dollar, und das sieht man hier auch nochmal, Widerstand, Support, Support, Widerstand, ja, das heißt 22.876 Dollar, da müssen wir drüber, und somit würden wir dann auch hier aus unserem Downtrend ausbrechen, und es wird jetzt immer enger, diese Zone, ja, diese Zone wird jetzt immer enger, dieser Downtrend auch auf dem 4-Stunden-Chart wird jetzt immer, immer kleiner. Ja, je mehr wir noch in die Seitwärtsphase gehen, desto tiefer geht diese Linie und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier irgendwann hier drüber ausbrechen, und sehr viele Leute warten darauf, dass wir hier diesen Downtrend dann das erste Mal durchbrechen, weil das ist dann offiziell ja unser Breakout durch unseren großen Bärenmarkt. Ja, und so durch unseren großen Downtrend. Also, es wird sehr, sehr spannend werden. Jetzt muss man definitiv aufpassen. Wir haben jetzt hier noch knappe, ja, 1,5%. Das wären 300 US-Dollar. Wenn wir nochmal hier nach unten gehen sollten auf 19,3, dann wären wir hier bei knappen 4%, auch nochmal knappe 777 Dollar. Ja, falls wir nochmal runterfallen sollten, also da wird es definitiv eine sehr spannende Phase. Nasdaq im Moment knapp 0,7% in der Pre-Session im Plus, konsolidiert jetzt bei unseren wichtigen 200er EMA auf dem 15-Minuten-Chart und auf dem 1-Stunden-Chart. Sieht man das auch nochmal hier ganz gut. Ja, wir kriegen jetzt hier auch wieder so eine kleine Unterstützung hier rein an dieser Stelle. Das heißt, solange jetzt dieser kleine Aufwärtstrend intakt ist, alles gut. Aber sowas hatten wir auch schon mal hier. Ja, ihr erinnert euch. Das haben wir uns ja hier auch schon mal eingezeichnet, dass wir hier auch nochmal so einen kleinen Aufwärtstrend hier hatten. Und den haben wir dann leider nach unten hin durchbrochen. Und jetzt kommt wieder die nächste Möglichkeit. Und wir sind hier knapp bei 11.333 Punkte, wenn das hier nicht halten sollte, jetzt hier in der Pre-Session, und wir dann die traditionellen Märkte eröffnen und wir hier nach unten fallen und hier wieder diese Lows rausnehmen, dann wird es sehr wahrscheinlich, dass wir Richtung 11.000 Punkte marschieren und somit den Bitcoin auch mitziehen. Aber nichtsdestotrotz muss man auch sich wieder den Dollarindex anschauen, und zwar der Dollarindex pumpt ohne Ende weiter. Jetzt habe ich hier die Linie verschoben, das wollte ich natürlich nicht, ja, wieder zurück. Und zwar der pumpt ohne Ende weiter. Ja, ich gehe wirklich davon aus, dass wir die 120 Punkte bzw. 120 Dollar hier antesten werden. Und das sieht man dann hier, das wäre genau unser Hoch hier gewesen vom Februar 2002. Auch diese Hochs haben wir wie Butter nach oben hin durchbrochen. Wir sind hier auf dem Weekly Chart. Das heißt, es kann noch ein paar Wochen dauern, ja, und die wichtigen Inflationsdaten und die wichtigen Zinsentscheide, die stehen uns ja noch bevor. Ich habe euch das jetzt mal hier aufgefasst und jetzt mal hier reingeschrieben und euch das mal hier eingezeichnet im Chart, wann die nächsten Zinsentscheide kommen. Zum einen kommen Inflationsdaten am 13. Oktober, ja, also bis dahin ist es nicht mehr so weit. Wir haben den 27.9., das sind jetzt noch knappe 3 Wochen, dann kommt hier schon die Inflationsdaten raus. Dann kommt am 2. November Zinsentscheid, 16. Dezember Zinsentscheid.
Zinsentscheid. 1. Februar Zinsentscheid und dann 22. März Zinsentscheid. Ja, und wir müssen es einfach schaffen, dass wir uns so gut es geht einen guten Puffer irgendwie hier erarbeiten. Am besten hier Richtung 23.000 Dollar, dass wir immer diese großen Bewegungen, die von einem Zinsentscheid kommen, immer wieder aushalten können. Ja, und das ist dann dieser ganz große Punkt, wo wir unbedingt immer wieder uns einen Puffer erarbeiten müssen, damit wir diesen Drop nach unten aushalten, ja. Und je höher wir natürlich sind, desto besser, ja, keine Frage. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, wenn ich mir das jetzt hier anschaue und dann aber mir dann hier an der Stelle mal zum Beispiel unsere Forex-Märkte anschaue oder auch die traditionellen Märkte, ja, wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel mal den Forex-Markt anschaue und mir britisch Pfund US-Dollar angucke, ja, ich meine, Die Währungspaare performen alle absolute Grütze, ja, Euro, US-Dollar, genau dasselbe, ja, und wenn ich mir jetzt dann aber auf dem Daily-Chart mal dann Bitcoin angucke, ja, dann sieht es bei Bitcoin eigentlich noch relativ stabil aus und ganz gut aus, ja, Euro, US-Dollar auch hier abgefallen, ja, und so kannst du alles, was eigentlich was mit US-Dollar zu tun hat, kannst du davon ausgehen, dass wir hier nach unten fallen. Selbst Gold performt nicht so gut, ja, Gold auch durch alle wichtigen Support-Level hier nach unten hindurchgebrochen. Wenn das jetzt hier erstmal nicht hält, hier diese 1600 Dollar, dann sind wir uns bei Gold bei 1500 wieder, ja, und das muss uns einfach im Hinterbewusstsein sein, also im Hinterkopf sein, dass wir hier durchaus mit Bitcoin noch einigermaßen gut performen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die 20.000 Dollar hier halten. Auch im 15-Minuten-Chart kann jetzt hier so eine kleine Bullflag durchaus jetzt hier reinkommen. Wichtig ist, dass die 20.000 Dollar jetzt halten, sollen diese nicht halten. Denkt dran, dass wir hier durchaus wieder nach unten pushen könnten. Ethereum schauen wir uns auch an. Ethereum hat natürlich dann auch den Move hingemacht, genauso wie die anderen Altcoins. Cardano auch gut performt, genauso wie XRP. Aber auch hier bei Ethereum haben wir diesen Downtrend nach oben hin durchbrochen. Ist jetzt prozentual nicht so krass gewesen. Ja, waren jetzt knappe hier 4%, 54 Dollar. Aber auch hier waren die 1233 Dollar wieder das Nonplusultra, was ich euch immer wieder gesagt habe. 1233 Dollar, da müsst ihr drauf schauen. Das ist wichtig. Das ist der wichtige Punkt. Und wer hier jetzt nachgekauft hat, ja, Glückwunsch zuerst mal 13%. Nichtsdestotrotz ist hier oben jetzt erstmal wieder sehr starke Widerstands- und Widerstandslinie, Widerstandslevel, siehst du hier nochmal ganz schön von knappen 1525 bis 1473. Also das wird an der Stelle dann auch nochmal sehr wichtig werden. Dann gehen wir rein und wir schauen uns mal kurz die Akkumulation an, denn die Leute kaufen nach ohne Ende. Es gibt seit Beginn des Bärenmarktes steigt die Adressen der Bitcoin weiterhin an, ja, also neue Adressen kommen massiv hinzu, siehst du hier nochmal ganz gut, ja, und da ist dann auch nochmal ein Trend zu erkennen, dass sehr, sehr viele Leute jetzt diesen, in Anführungszeichen, Boden oder diesen, Boden nenne ich es mal nicht, ich nenne es einfach mal günstiges Nachkauflevel, ja, das jetzt nutzen, um hier ihren Bitcoin-Bestand zu vergrößern und auch hier neu in den Bitcoin-Markt mit einzusteigen. Also auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Dann Libanon, ja, Land vor dem Ruin. Die ganzen Libanesen retten sich in die Stablecoins, bevor hier ein Finanzkollaps passiert. Ihr wisst ja, ja, die Regierung schließt Banken, die Landeswährung fällt und so weiter und so fort. Also die Leute kommen nicht mehr an ihr Geld, was auf der Bank liegt. Und die Leute, die da noch drankommen, switchen das Ganze in die Stablecoins rein. Also das ist halt auch so ein Thema, was man durchaus mal im Hinterkopf haben sollte. Warum? Weil dann natürlich die Akzeptanz auch zu diesen Stablecoins wieder sehr, sehr groß wird, ja, und die Leute dort dann reingehen, was aber ein Dorn in den Banken ist und dann möglicherweise dann auch wieder ein Dorn im Auge in den Regierungen ist. Ja, also das immer mit Vorsicht genießen. Nichtsdestotrotz möchte ich dich jetzt noch mit einer Sache und zwar mit einer Sache hier rausgehen lassen, ja. Und zwar überlegt mal, was ist jetzt hier und deshalb schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare. Es gab ja gestern auch diese Information, es ist nicht bestätigt, ob es jetzt fake ist oder ob es wirklich stimmt, dass es ja diesen Putschversuch in China gibt. Es gibt jetzt im Moment keine Information darüber. Ich persönlich halte es für sehr unrealistisch, aber nichtsdestotrotz war Social Media voll davon. Und jetzt stelle ich mir halt auch die Frage, wundersamerweise nach diesen ganzen Meldungen und diesen ganzen Gehype, ja, um China, dass es hier zu so etwas gekommen ist, pumpt auf einmal die Asia Session den Preis hier um knappe, ja, 1345 Dollar nach oben.
schon etwas komisch, weil sonst war die Asia-Session immer sehr, sehr schlecht. Aber nichtsdestotrotz, jetzt hier die 1300 Dollar. Deshalb denkt mal drüber nach, schreibt es gerne mal unten rein. Jetzt macht nämlich hier auch mein Wecker klingelt jetzt hier. Und zwar denkt mal drüber nach, schreibt es gerne unten rein in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was deine Meinung ist. Und vor allem, was denkst du? Glaubst du, wir holen das Ganze hier wieder ab? Das müssen wir auf jeden Fall für den heutigen Tag im Auge behalten. Ich werde dir alles in meine Telegram-Gruppe posten. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Schau auch gerne bei BitGet und bei Femex vorbei. Da gibt es im Moment 0% Gebühren auf dem Spothandel. Ja, einfach mit meinem Link anmelden und du kommst dann gleichzeitig mit diesem Link auf meinen Discord-Server. Alle Links findest du unten dafür in der Videobeschreibung. Deshalb schau gerne rein. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis morgen zum Update-Video. Dein Basti. Ciao, ciao.